Aloha, ich grüße euch. Ich nehme euch mit durch den Action und zeige euch die Wochenangebote ab dem 20. November und noch ein paar andere Neuheiten. Bleibt dran bis zum Schluss. Da habe ich noch ein paar Infos, wie es nächste Woche weitergeht und vielleicht auch danach die Woche, wenn euch das interessiert. Nicht, dass ihr denkt, wo bleibt das Video. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt bis zum Schluss. Dann kommt eine kurze, knackige Erklärung. Ja, und jetzt geht es auch schon los mit der Aktion der Woche. Ja, für 4,89 Euro haben wir ein Leinwandset. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber das ist schon groß. Sorry, da ging das Telefon. Ja, dann haben wir die Wichtel in beige, weiß und rot-weiß. Für 7,95 Euro. Weihnachtswichtel für 24,95. Ein Raclette. Ja, da wollte gerade einer durch. Ne? So ein bisschen mit Bambus. Ja, und dann diese tollen Bäume für 19,95 €. Die sehen richtig cool aus. Da war ich schon überlegen, nehme ich einen mit? Und nein. Ich kann ja schon mal spoilern. Ich habe nichts gekauft, aber schön sind die, ne? Richtig toll. Dann haben wir die Nussknacker für 4,95 €. Auch wieder schön, ich stehe auf Nussknacker. Sehr schön. Aber ich habe keinen Platz. Dann die Nikoläuse für 3,94 €. Konnte ich gerade nicht sehen. 94, glaube. Ja, dann Teelichter, 78 Cent im Dreierpack. Ne? Kann man unten anknipsen. LED-Teelichter. Dann LED-Lichterkette mit 80 LEDs. Für 1,69 €, für 82 Cent. Mit 20 LEDs in warmweiß und in bunt. Da einmal anmachen, genau, und einmal in bunt. Das finde ich immer gruselig, aber das ist eine Geschmackssache. Dann hier nochmal für 7,49 € LEDs, 240 LEDs. Für 14,95 € mit den 800 LEDs. Und da geht es auch weiter. Das waren 140 LEDs für 5,95 €. Und der tolle Lichtervorhang, oh, 6,95 €. Den habe ich im Wintergarten hängen. Den habe ich schon ein paar Jahre. Mega. Richtig cool. Und hier nochmal solarbetrieben. 240 LEDs, 7,95 €. Und dann hier dieser Lichtervorhang. Einmal mit Schneeflocken und einmal mit Sternen. Für 7,95 €. Und dann 2000 LEDs auf der Rolle für 29,95 €. Und daneben diese Eiszapfengelande mit 720 LEDs für 19,95 €. Ja, dann Weihnachtskugeln für 7,95 €. Verschiedene Varianten, verschiedene Größen, verschiedene Ausformungen in Rot, in Bronze, in Gold und in Silber. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Farben gab. Hier auf jeden Fall nicht. Dann so für ein Weihnachtsdorf für 9,95 €. Spiegelt ein bisschen, kann man nicht alles genau sehen. Dann für 5,79 € auch fürs Weihnachtsdorf. So ein Gartenhaus. Ne, verschiedene Ausführungen. Da waren auch noch einige da. Dann diese Laterne für 5,95 €. Also wie mit so einer Schneekugel auch verschiedene Sachen. Da drehe ich die ein bisschen. Ist auch mit Licht. Genau, unten muss man anklicken. Da kommen Batterien rein. Und da haben wir einen Glitzer. Auch da mit Reh, mit Häuschen. Dann die Schneemänner. Für jeden Geschmack was dabei. Dann für 1,69 € so Figuren. Da gab es verschiedene Ausführungen. Hier leider nicht mehr, aber es stand am Schild. Und dann haben wir hier 7,95 € auch fürs Weihnachtsdorf. Das Karussell. Und da das Riesenrad. Und da gibt es bestimmt auch noch andere Sachen. Habe ich da jetzt nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen. Aber wir gehen auch gleich noch durchs Weihnachtsregal. Dann haben wir Duftkerzen für 1,89 € von Glade, glaube. Ja, verschiedene Duftrichtungen. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja, dann Stabkerzen für 99 Cent in der Geschenkverpackung. Unifarben und eine bedruckte hier mit den Zuckerstangen. Damit Geschenken mit Weihnachtsbäumen. Ja, auch ganz nett. Und für 6,69 € eine schöne rechteckige Kerze. Sieht sehr edel aus in dunkelgrün, in so einem Terrakotta-Ton und in beige.
dann für 4,44 Euro. So, wie heißt denn das? Wo ein Räucherkegel dran kommt und dann sieht das aus, wenn das so der Rauch so runtergeht. Für 2,99 so einen kleinen Tannenbaum zum selber bauen für Kinder mit Filz, wo man Sachen dran kleben kann. Weihnachtskuscheltier 2,99, ein Elch oder ein Teddy. Da hinten waren glaube ich auch noch andere Ausführungen. Und da haben wir sie wieder, die Stitch-Familie für knapp 6 Euro. Och, der ist ja so niedlich. Ne? Aber nein, ich habe keinen Platz. Ne? Das Mädchen von Stitch, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Dann einmal Stitch. Und dann diese rote Figur von Stitch. Und das ist gerade Lucy, die hier. Ja, hier schneit's übrigens. Dann die Krake für 4,99 Euro. In hellblau als Kuscheltier. Oder in rosa. Finde ich auch niedlich. Für 2,49 ein Viererpack Servietten. Entweder in cremeweiß mit Druck. In rot, in schwarz oder in grün. Ne, je nachdem, Schneeflocke drauf, Sternchen drauf, Pünktchen drauf. Dazu passend für 2,49 der Tischläufer. Hier sieht man rot, da sind diese Pünktchen drauf. Und da, also alles, was an den Servietten gab, auch als Tischläufer. Oder auch für 7,79 Euro als Tischdecke. Ne, auch in allen Farben da. Und dann haben wir die bestickten Tischläufer für 2,49 Euro. Die finde ich ja sehr hübsch. Aber ich muss erstmal gucken, was ich habe. Aber wenn ich was brauchen würde, hätte ich mir davon auf jeden Fall zwei mitgenommen. Die finde ich sehr hübsch. Dann haben wir dieses tolle Geschirr für 3,99 in grau mit Goldrand, in hellblau, in weiß mit Goldrand. Die Schüsseln 3,99, die Speiseteller 2,49. Also ja, die sehen schon wertig aus, muss ich sagen. Die sind echt hübsch. Und da gibt es ja eine ganze Serie davon. Dann diese... ja, Suppenschalen 1,99, diese kleinen Süßen für 69 Cent. Ne, ob man da irgendwie kleine Oliven oder einen Teebeutel reintut. Kleine Schüsseln für 99 Cent, etwas größere Schüsseln für 1,99. Und dann die Kuchenteller auch für 1,99. Ihr seht alle verschiedenen Farben. Ich zeige auch jetzt nochmal komplett, wie das Regal aussah. Da haben wir das in weiß, ist so cremeweiß. Also ich finde, alle Farben haben was und sieht für meinen Geschmack sehr edel aus. Na, ah, hier einmal nochmal grob, na, damit ihr eine Farbübersicht habt. Dann für 5,79 Acrylfarben, 40 Stück. Daneben nachtleuchtendes Diamond Painting oder Glow in the Dark, ja, ist ja nachtleuchtend. Ne? Einmal mit Hund, nochmal mit Hund, mit Schmetterling. Dann kommt noch ein Mandala. Ne? Ja, 1,49, verschiedene Sorten. Für 2,99 ein Schmuckbastelset. Ja, ist natürlich Plastikfantastik, ne? Aber ich fand da ein paar hübsche, da sind ein paar hübsche Perlen bei. Es gab auch noch ein weiteres Set, aber da bin ich natürlich mit meinen kurzen Beinen und kurzen Armen nicht rangekommen. Aber, naja, gibt Schlimmeres, ne? Also es gibt zwei verschiedene Sets. Für 5,95, das war ausverkauft. Ich glaube, das war eine Arbeitsleuchte. Dann zum selbstbauenden Roboter für 9,95 Euro und ein Spielzeugauto für 6,95 Euro mit Antrieb. Ich denke, das muss man so nach hinten ziehen, aber es war zu hoch und ja, Brille, ihr kennt ja, ne? Ja, wie es so ist. Dann haben wir hier ja, ein Überbett, also eine Bettdecke, 7,95 Euro. Ich glaube, da war kein Kissenbezug bei. Einmal pink. Sorry, alle wach. Ja, und einmal mit Dinos. Dann haben wir hier ein Wasser... dichte Einlage fürs Bett 5,49 und ein elektrisches Wärmebett 14,95. Und dann haben wir eine 60-Dehn-Strumpfhose für 1,98 in schwarz. Ja, dann Kabel 1,99. Schnellladekabel 7,95 €. Ein Schnellladegerät für 3,39 €. Und da hier muss ich gucken, das ist einmal ein Smart Finder, das zeige ich euch jetzt, ich habe mich ein bisschen gewühlt, das lag so ein bisschen blöd da drin, der war 14,95 €, genau, wo man halt, was man an Rucksack oder an Schlüssel machen kann, damit man die Sachen wiederfindet und In-Ear-Kopfhörer für 14,95 €. Da, nee, ich glaube, das war die Arbeitsleuchte, ne? War auch nicht da, 24,95 € ein ja, Akkubohrer und für 6,95 € eine Aufbewahrung. Hier haben die Spielesachen drin, ne, für die Spielekonsole, aber
weiß das Ding ja nicht, wofür man es nutzt. Ja, dann so ein Multiset 14,95, 82 Teile, Künstlerset mit Buntstiften, mit Pastellkreiden und, und. Ich glaube, der kostet nochmal 18,95, meine ich. Ja, und dann die Kinderstempel für 1,19 Euro. Ich habe hier zwei verschiedene Sorten gesehen. Ja, ich finde die ja immer niedlich, aber ganz ehrlich, ich habe die ja letztes Jahr umgetauscht, weil sie einfach nichts taugen. Sorry, muss ich so sagen, ist wie das. 7,95 eine Spielzeugregistrierkasse. Dann für 4,99 einen gefüllten Einkaufswagen aus Plastik für Kinder. Und dann gehen wir hier weiter zum Geschenkset. 3,95 €. Da ist eine Augenmaske bei. Dann so, wo man aufs Kopfkissen sprühen kann. Und eine Nachtcreme. Und noch irgendwas. 2,79 €. So ein Glitzerset. Ne? Badeschaum und, und. Für, daneben für 2,49 €. Auch so ein Spa-Geschenkset. Und daneben für 1,99 € vom Cringe die Lippenpflegestifte. Und hier 79 Cent auch vom Cringe die Gesichtsmaske, verschiedene Sorten. Dann haben wir eine Lidschattenpalette für 3,95 €, künstliche Fingernägel für 1,11 €, auch verschiedene Sorten, da rot, dann rosa, blau gibt es auch noch, zeige ich euch. Da kam ich ja dran, ne, ich so kleiner Stopplopser. Genau, da waren die blauen Schützenkönigin blau, oje, oje, oje. Ja, daneben Foundation für 1,59 € verschiedene Sorten. Und hier für 1,49 € Eau de Toilette für den Herrn verschiedene Sorten. Und Body Spray auch verschiedene Sorten für 2,49 €. Dann haben wir für 79 Cent Zahnbürsten von Colgate. Auch verschiedene Ausführungen. Daneben ist eine andere Sorte, auch 79 Cent. 1,11 € verschiedene Sorten von Colgate. Und Colgate Max White für 1,69 €. Daneben für 84 Cent die Colgate Junior Zahnpasta. Und einmal Lipgloss, verschiedene Sorten für, habe ich jetzt nicht aufgepasst, 1,99 €. Dann lustige Socken, 1,29 €. Also ich fand die gar nicht so lustig, weil gibt schönere, fand ich hier Sushi-Socken. Naja, wer es schön findet, mein Style ist es nicht. Also bunte Socken schon, aber die gefallen mir nicht. Aber ne, verschiedene Sorten, Pizzasocken und ja. Dann Handschuhe für 5,99 € in Braun. Richtig schön mit Fell innen drin, natürlich Kunstfell. In Schwarz und in Braun. Daneben für 2,39 € Kinder Teddy-Handschuhe. Nur wie die kleinen Kinder das haben, da mit Seil, war nur noch ein paar da. Muss ich ein bisschen wühlen. Ja, das waren die Handschuhe. Und Kinder Strickmützen mit Bommel für 2,39 €. Ja, verschiedene Ausführungen. Dann haben wir Boxershorts für 6,49 €. Auch verschiedene Ausführungen in der Geschenkbox. Dann Bambussocken im Dreierpack 2,49 € in dunkelblau gestreift, gepunktet und in schwarz auch gestreift, gepunktet und andere Muster. Dann für 2,49 € auch die Bambussocken in schwarz Uni. Ein Lederportemonnaie für 3,95 € in schwarz oder in dunkelbraun. Und für 3,95 € Ledergürtel, auch verschiedene Sorten. War auch nicht mehr viel da. Ja, dann eine Haushose, Homeware-Hose, 8,95 €. Und dann hier die Hausschuhe, die Lutschen für 4,95 €. Auch die sahen sehr puschelig aus. Innen schön mit Fell, in Grau, in Beige und in Rosa. Ja, dann haben wir hier noch den Teppich, 27,95 €. Auch der sah der mit so, wie so mit so Bubbles sah der aus, in Creme-Weiß und in Beige. Das sah sehr schön aus. So, hier einmal nochmal grob Schwenk. Und dann haben wir die Kaugummimaschine für 3,39 € in Grün, in Rot, in Blau und in Rosa. Niedlich. Total süß. Ja, dann in der Bilderabteilung 2,99 €. Ich finde den Rahmen ja so hübsch. Na, der sieht richtig toll aus. Den kann man so ein bisschen ja, zusammen machen oder auch so aufhängen. Da seht ihr ein Beispiel. Richtig schön. Gefiel mir sehr gut. Ja, bei der Wolle nichts los. Ne, nicht viel was Neues, aber ihr wollt die Wolle ja immer sehen. Von daher habe ich sie gefilmt. Ja, da neue Tiere zum Häkeln. Ja, Makramee-Garn. Ja, dann gibt es neu ja diesen, ja, diese Modelliermasse, auch jetzt in farbig, in grün, in blau, in Terrakotta
Und wie gehabt auch, ich weiß gar nicht, ob die weiß ist. Moment, die kommt jetzt daneben, genau. Oder grau, ich glaube, die ist grau. Ich weiß es aber nicht genau. Die ist grau, ich weiß es nicht genau. Dann gibt es neue Körbe ab 49 Cent. Hier so einen kleinen in weiß, in schwarz und in grau. Da eins größer für 1,32. Und nochmal eins größer für 2,49. Und oben für 3,29 € in noch größer. Ja, Stempel sind hier auch noch vorhanden, 99 Cent. Wie gesagt, ich habe meine bis auf den Pilz alle abgegeben. Ja, und hier 4,99. Oh, ich finde das ja mal schön, ne? So ein Holztablett mit drei Glasschälchen zum Servieren. Und das hier finde ich noch viel schöner. Auch ein tolles Holztablett mit drei Glasschälchen. Anderer Style. Ja. Die Weihnachtsstanzen sind immer noch da, kommt nach Geilenkirchen, da liegen sie oder sagt euren Einkaufspaten Bescheid. Ja, dann hier nochmal der Fake Stanley Becher in Geilenkirchen auch noch zu bekommen. Na, rosa war aber keiner mehr da. Ich meine, den gäbe es auch noch in rosa, aber hier waren die da. Ja, dann diese riesen Glubschis, 9,95 € verschiedene Ausführungen, Bärchen, Flamingo. Ja, dann in der Kinderabteilung haben sie wieder das Papier. Hier haben wir einmal, ich komme, Moosgummi. Moosgummi, 99 Cent, 12 Sheets. Dann gab es noch dünnen Filz, der liegt auch da in der Kinderabteilung. Und wieder das Glitzerpapier, war lang nicht da, auf jeden Fall bei uns, hatte auch vorher eine andere Verpackung. Und ja, ich musste da, egal, Heuwägelchen. Ja, und jetzt nochmal kurz Weihnachtsabteilung, die Weihnachtsdörfer, ohne jetzt großartig Preise zu nennen. Nur ich drücke jetzt mal auf ein paar Sachen, wie das so aussieht. Und es hat alles so eine Melodie. Ob die einem gefällt, ist Geschmackssache. Ja, nur wie die Funktionen sind. Und guckt mal jetzt. Oh, da wird man ja bald wieder Opfer. Aber so gut gefällt es mir nicht. Aber ist okay. Ne? Aber ja, nett. Ne? Hier so ein Freefall Tower. Der geht auch ganz langsam runter. Wenn der, ich habe jetzt nicht so lange gefilmt. Hier auch nochmal eine Schneekugel. Und da blubbert es auch toll. Ne? Hier einfach so, was es sonst noch gibt für Hinstellerschen, Hinguckerschen, Abstauberschen. Ja, Laternen, Kerzen. Ja, dann der Weihnachtszug. Da hat man auch nochmal LEDs. Ja, alles Mögliche an Lampen. Hier gucke ich nochmal genauer. Ich finde die Idee ja cool, ne, für diesen Dreierkerzen, aber ich finde, die sehen so billig aus, finde ich. Das ist nicht mein Geschmack, aber ansonsten sind die cool. Aber vielleicht sehen sie ja beleuchtet anders aus. Dann die Eisbären, dann dieser Weihnachtsmann. Ja, und dann dieser tolle Ball. Der sieht ja richtig klasse aus, 14,95. Dann andere Deko-Teile. Ja, einfach nur mal grob Schwenk. Ja, da. Briefkasten auch sehr schön. Ja, und das war's schon. Ich verabschiede mich. Nächste Woche gibt es keinen Action-Rundgang, weil ich im Urlaub bin und danach die Woche weiß ich es noch nicht. Ich werde montags operiert und weiß nicht, ob ich dann sprechen kann. Ich bemühe mich, aber wenn nichts kommt, ich habe noch ein paar Videos in der Pipeline, vielleicht kommt dann sowas, vielleicht spreche ich auch und es ist undeutlich. Also ich bitte das zu verzeihen. Es kann aber sein, dass jetzt mal 2, 3 Wochen nichts kommt, außer die 2 Videos, die ich in der Pipeline habe. Und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu, bleibt gesund, bis dann. Tschüss.